der See kann schlicht und ergreifend nicht mehr atmen. Ja? Hat zu wenig Sauerstoff, die Schlammbelastung ist zu hoch hier im See, zu viele Algen, wenig Wasserzirkulation und es ist natürlich durch die Witterung, wird natürlich dieser Fäulnisprozess im Schlamm produziert oder gefördert. Ja, und das hat leider so viel Sauerstoff gekostet, dass der Sauerstoffgehalt so tief gesunken ist, dass die Fische jetzt verenden. Ja. Es sind leider sehr viele. Sieht auch sehr dramatisch aus, weil die natürlich, wenn sie sterben, dann an der Oberfläche schwimmen. Es sind aber noch sehr viele Fische drin. Wir haben das gesichtet und das, was wir hier sehen, ist quasi aktiver Tierschutz. Mit der tollen Unterstützung vom THW und von der Feuerwehr Landau und vom DLRG Landau. Wir versuchen jetzt so viel Sauerstoff wie möglich in den Weiher zu pumpen, bis wir ein spezielles Präparat bekommen, was schon unterwegs ist aus Hof Bayern hierher, wo Sauerstoff dem Teich zugeführt wird, damit die Fische dann auch wieder atmen können. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja schon aktiv, also eigentlich das Umweltamt, wir sind ja nur beratend, stehen wir zur Seite mit unserer Stiftung, aktiv natürlich gegen den Schlamm vorgehen. Die Maßnahmen haben schon begonnen, leider zu spät, wie wir sehen, aber es wird langfristig, mittel- und langfristig wird es natürlich trotzdem helfen, ja, dass der Schlamm abgebaut wird. Diese Schwimmgrünalge, die da drin ist, die sollte raus und damit bleibt einfach genügend Sauerstoff für die Tiere. Ja, und dann stinkt er auch nicht mehr so. Klar, wo ein Fäulnisprozess ist, riecht es auch. Die Riechbelastung hoch.